Das ist Max und er besitzt einen Wald. Er braucht neue Zäune, um seine Pflanzen vor Verbiss zu schützen. Aber er möchte auch große Flächen, um Haus und Garten schnell und einfach einzuzäunen. Die Zäune kauft er bei AquaGuard, denn dort bekommt er alles, was er für den Wildzaun braucht, zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Aufbau ist auch nicht schwer. Als erstes muss Max die Pfähle in die Erde schlagen oder in Beton setzen. Eine gespannte Schnur hilft, um eine gerade Linie zu bekommen. Die Pfosten sollten immer ca. 40 bis 50 cm höher als der Zaun sein. Den Zaun gibt es in Höhen von 80 cm bis 200 cm. Die Pfosten in Höhen von 150 cm bis 250 cm. Der Zaun wird in Haken am Pfosten eingehängt und von Hand so straff wie möglich von Pfosten zu Pfosten gespannt. Der Spanndraht wird oben und unten eingezogen und abwechselnd durch die Maschen gefädelt, mal links, mal rechts. Der Spanndraht wird am Anfang und Ende mit einem Drahtspanner gespannt, dann mittels einer Schraube und Mutter am Eck, Anfangs- oder Endpfosten befestigt. Letztlich spannt Max den Spanndraht mit den Drahtspannern. Die Haken, in welche der Zaun eingehängt wurde, drückt Max abschließend mit einer Zange zu, um ein Aushängen des Zauns zu vermeiden. Der Wildzaun ist fertig. Optional kann Max noch Strebensets zum Abfangen der Ecken anbringen. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Weiterhin kann der Zaun noch mit W-Profilen am Boden fixiert werden und eine zusätzliche Sicherung mittels Stacheldraht ist natürlich auch möglich. Max' nächstes Projekt ist ein Hasengehege. Selbstverständlich mit Hasendraht von AquaGuard.